Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, es geht dir gut. Mir geht es fantastisch. Ich habe noch 2-3 Tage Urlaub und danach muss ich wieder komplett arbeiten gehen. Und daher dachte ich mir, ich gebe euch ein Unboxing-Video der Glossybox. So, ich habe es auch noch gar nicht aufgemacht. Ich weiß, ich bin ein bisschen verspätet, aber ja, das gute Stück hat auf mich gewartet in der Post. Und hier ist dieses beautiful Design schon. Es sieht farbig aus, wirklich. Also hier sind auch immer solche Rabattcodes drin. Manche Sachen braucht die Welt nicht, habe ich das Gefühl. Ja. So, und hier ist es wunderschön. Ich finde wirklich diese Special Editions immer richtig toll. Ich sammle die so gerne, die Boxen. Einmal zur Glossybox. Du kannst neuerdings ein flexibles Abo abschließen. Bedeutet, du kannst jeden Monat diese Box kündigen. Und es wird immer nur monatlich abgebucht. Das Ganze kostet 15 Euro. Wenn du aber ein 3-Monats-Abo nimmst, dann sparst du 50 Cent pro Box und so weiter. Solltest du Interesse an einer Glossybox haben, kannst du mit einem individuellen Link von mir 20% Rabatt auf deinen nächsten Einkauf bei der Glossybox sparen. Und ich würde sagen, machen wir das gute Stück doch mal auf. Es ist so schön. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da drin sein wird. Oh, es ist sehr locker geschnürt hier, aber das sieht doch wirklich, wirklich sehr schön aus. Quasi Cinderella. Schön. Gut. Ja, also ich brauche hier eigentlich schon fast gar nicht mehr aufschnüren. Das fällt ja schon quasi raus hier. So. Wow! Ich hier sehe schon eine Lidschattenpalette. Also okay. Ich halte das einfach mal hier so oben fest und versuche alles rauszuholen. Also das erste, was mir hier schon rausfällt, ist ein Parfümpröbchen. Davon gibt es ja en masse, aber im Endeffekt ist es gar nicht mal so schlecht, denn so kann man neue Gerüche kennenlernen. Dann ist hier ein von Stevie Laurent. Diese Marke ist tatsächlich öfters hier in der Glossybox drin. Ein, ja, was ist das? Was bist du? Oh. Okay. Das hier ist ein... Das hier ist ein Lipgloss. Süß. So, dann kommen wir mal zu der Lidschattenpalette und das hier ist von Catrice. Tatsächlich stand ich heute noch am Catrice Corner und habe überlegt, mir eine zu kaufen. Gut, dass ich es nicht getan habe, denn hier ist eine drin. Wow, richtig cool. Und zwar mit meinen Favoritenfarben in jeder Palette eine helle Tonnuance und eine sehr dunkle. Damit kannst du sehr gut ein Smoky Eye machen. Ich finde, du kannst es mit allen Farben machen, also auch mit dieser Palette wird das sehr gut der Fall sein. Richtig cool. Darüber freue ich mich mega. Dann ist hier wieder ein Pröbchen drin von Essie Spa Maniküre. Essie Spa. Was ist denn das? Einfach eine Handcreme. Essie bringt eine Handcreme raus. Interessant. Hupsi. So, dann haben wir hier ein Blush. Passend zum Design, richtig cool. Also die Marke kenne ich gar nicht, aber es sieht schon mal sehr schick aus. Jetzt muss ich das aber einmal hier aufdrehen. Das duftet sogar. Sieht gut aus. Interessanter Blush. Swatchen wir den mal. Ja, ich weiß nicht, ob man den sieht. Er ist sehr zart, sehr weich, aber auch ein bisschen glänzend. Also, ja. Okay, jetzt geht's weiter. Ich habe mich schon ein bisschen vorgespoilert.
hier ist jetzt als nächstes natürlich von Essie ein Nagellack in einer sehr schönen Farbe. Und zwar in Made Muesli, Muesli, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Ich kann es nicht aussprechen. Eine wirklich schöne Farbe, gefällt mir mega. Und ja, ich weiß, die Box sieht leer aus, aber hier ist noch was drin. Und zwar ein Pinsel von Luxi. Ich finde die Luxi-Pinsel echt gut. Und ja, ist das ein Blush-Pinsel? Steht jetzt hier nicht drin. Er ist mir ein bisschen zu dünn, um ehrlich zu sein, für so einen fluffen Pinsel. Also ich habe es eher lieber, wenn er so richtig breit ist, wie der hier, wenn man den mal im Vergleich dazu hält. Aber er ist, wie man hier sieht, auch so gerade abgeschnitten. Also ich kann mir gut vorstellen, vielleicht ist das für einen Blush sehr gut verwendbar. Ja, sehr cool. Na gut. So, das war das Unboxing der neuen Glossy Box. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass doch gerne ein Like da, kommentier meinen Kanal und abonniere ihn auch. Upsi, Redestörung. Kommentier doch gerne, was du zu diesem Inhalt meinst, denkst und was dein Favoritenprodukt aus dieser Box ist. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Halt die Ohren steif und bleib gesund.